Hallo zusammen. Ich habe mir in letzter Zeit nochmal die Star Wars Clone Wars Comics durchgelesen und es gibt da eine Sache, zu der ich eine kleine Frage habe. Warum sind die Militärtaktiken so unheimlich dämlich? Okay, ich weiß, die offensichtliche Antwort ist, weil Daddy Palpatine alles durchgeplant hat, als wäre er fucking Sinch und die dümmsten Motherfucker, die er finden konnte, gegeneinander geschoben hat. Aber das Problem ist nicht nur in diesen Star Wars Comics, sondern allgemein in Sci-Fi zu finden. Okay, ich sollte erklären, warum ich mich gerade aufrege, bevor ihr denkt, dass ich einfach wieder einen Nervenzusammenbruch habe. Die realistischste multiplanetare Kriegsführung, die ich bisher gesehen habe, war in All Tomorrows, wo der Mars und die Erde miteinander Krieg führen, und zwar in der Form, dass sie gewaltige Raketen aufeinander abschießen, die Jahre im Voraus losgeschossen werden müssen, die durch Supercomputer kalkuliert werden und die unheimlich zerstörerisch sind. Diese Kriegsführung ist exakt, langsam, kalkuliert und unheimlich brutal. Und ist außerdem unheimlich fucking langweilig. Also verstehe ich, warum so gut wie alle Sci-Fi-Autoren unheimliche große Schlachten auf dem Planeten selber haben mit coolen Helden und Jedis und so ein Scheiß. Aber rein logistisch gesehen ist das vollkommener Blödsinn. Okay, kommen wir wieder zu den Comics, damit ich erklären kann, was ich meine. Okay, also in den Comics gibt es sowohl Weltraumschlachten als auch Kämpfe auf dem Boden mit irgendwelchen coolen Heldencharakteren. Aber es gibt hier absolut kein Crossover. Das heißt, die Logistik ist, die Flotte kommt vom anderen Ende der Galaxie an, schickt ihre Schiffe auf den Boden, lädt da die Soldaten das Equipment ab, und dann ficken die Schiffe wieder ins Orbit, um sich gegenseitig zu beschießen. Was hier fehlt, ist der Luftsupport. Etwas, das wir seit dem Ersten Weltkrieg in der echten Welt haben und was sowohl in diesen Comics als auch in den meisten Sci-Fi-Filmen und Büchern nicht auftritt. Den einzigen Luftsupport, den ich in den kompletten Comics gesehen habe, war rein zufällig, weil die Separatisten einen Jedi in einem Kampfflieger abgeschossen haben. Aber in der Regel gibt es Hunderte und Tausende von fliegenden Schiffen, die entweder im Orbit oder direkt über dem Schlachtfeld durch die Gegend fliegen, und die haben mit dem Kampf auf dem Boden nichts zu tun. Wenn wir uns zum Beispiel mal in Phantom Menace den Kampf in Naboo angucken. Das Setup ist, wir haben auf der einen Seite die Droidenarmee von damals noch der Handelsföderation, nicht die Separatisten Handelsföderation, und die kämpfen gegen die Jar Jar Binkses von Naboo. Und das komplette Setup für den Film war, dass die Handelsföderation den Planeten blockiert. Sie kontrollieren das Orbit des Planeten und kontrollieren von da ihre Droidenarmee, halten es aber nicht für notwendig, mal einen Kampfflieger oder einen Orbitlaser runterzuschießen, um die Bodenarmeen irgendwie zu unterstützen, die sie haben. Und einige von euch mögen jetzt nicht unbedingt das Problem sehen. Ja, es wäre cool, wenn die beiden Sachen interagieren würden, aber es gibt ja nicht wirklich ein Problem deswegen, oder? Und die Antwort ist, doch, irgendwie schon. Wenn wir es wieder einmal nur die Comics nehmen, haben wir sowohl bei den Separatisten als auch bei der Republik unheimlich gigantische Boxen von Soldaten. Damit meine ich, die Typen marschieren in Kastenformation. Das ist für nichts effizient. Weder für Nahkampf, noch für Fernkampf, noch für sonst irgendwas. Das Einzige, was ihr damit seid, sind wunderbare Ziele für die Artillerie oder den Luftsupport, falls er existieren würde. Und dazu kommt, dass alle Sachen, die man fliegend unheimlich einfach machen kann, wie zum Beispiel die Position der Gegner rausfinden, die Gegner auszuspionieren oder den Gegnern die Versorgungswege abzuschneiden, alles zu Fuß oder auf irgendwelchen bescheuerten Bikes gemacht wird. Hier werden so viele Möglichkeiten, wie die Armeen interagieren könnten, einfach stumpf umgangen, für eine Kriegsführung, bei der Napoleon den Kopf geschüttelt hätte. Okay, damit ich nicht nur rummecker, hier ein Positivbeispiel. Leviathan. Leviathan ist eine alternative Version des Ersten Weltkriegs, wo die Deutschen und ihre Verbündeten Dieselpunk-Max benutzen und die Briten und ihre Verbündeten Biopunk, Darwinist, Supermonster benutzen. Und der namensgebende Leviathan ist eins dieser Monster, um genau zu sein, ein Luftschiff. Und ein Großteil der Story findet auf diesem Luftschiff statt. Das heißt, die Interaktion von fliegenden Einheiten und Bodeneinheiten und fliegenden Einheiten und Marineeinheiten wird sehr viel detaillierter und sehr viel besser in diesen Büchern beschrieben, als in 90% aller anderen Sci-Fi und Alternate History. Kurz am Rande, eine andere Romanreihe, die das gut hinbekommt, ist die Signal Airship-Reihe von Robin Bennis. Das sind momentan The Guns Above und By Fire Above. Und es ist eine Weile her, seit ich die beiden Romanreihen gelesen habe, und ich weiß nicht, ob die ganzen guten Darstellungen in einer von den beiden waren, die ich auf die andere übertragen habe, oder ob es beide gut machen. Aber das sind die beiden guten Alternate History Romane, in denen die Interaktion zwischen Bodentruppen, Marinetruppen und Lufttruppen einigermaßen gut beschrieben wird. Okay, weiter im Text. Und es ist nicht so, als ob ich nicht verstehe, warum Kriegsführung in Sci-Fi relativ simplistisch ist. Einfach rein optisch gesehen, Raumschiffe, die sich gegenseitig mit Lasern beschießen und explodieren und runterfallen, obwohl es keine Schwerkraft gibt, sind einfach cool. Und wenn ich jetzt erst erklären muss, wie verschiedene Gruppenformationen funktionieren und wie verschiedene Taktiken funktionieren, wie Combined Arms funktioniert und bla und blub, bin ich 40, 50 Seiten im Buch drinne, bevor ich irgendwelche Action haben kann. Und das ist einfach sowohl in Büchern als auch in Filmen nicht wirklich machbar. Das heißt, ich verstehe, warum es relativ simplistisch gehalten wird. Im Fall von Wargaming ist das Ganze häufig auch sehr simplistisch. Einfach weil Tabletop in den meisten Fällen immer noch napoleonische Kriegsführung mit cooleren Miniaturen und Orks ist. Aber ich kann nachvollziehen, warum man hier keinen großen Fokus auf Orbital Strikes packt, weil, seien wir ehrlich, wie viele Du-darfst-keinen-Spaß-haben-Regeln wollen wir haben im Tabletop? Wenn Heinz und Otto gegeneinander spielen und Heinz einfach die Möglichkeit hat, die Hälfte der Armee mit irgendwelchen Orbital-Lasern wegzuschießen, hat niemand am Spieltisch Spaß. Das heißt, auch hier kann ich verstehen, warum Sci-Fi sehr rückständig wirkt, rein militärisch gesehen. Okay, wenn ich versuche, einmal realistisch über Sci-Fi-Kriegsführung zu reden, finden davon etwa 99% im Weltraum statt. Entweder in der Form von Flotten, die sich gegenseitig beschießen würden, also Schiff-zu-Schiff-Konflikt, oder in der Form von Schiffen, die aus dem Orbit heraus Planeten bombardieren. Das sind 99% der Kriegsführung. Alles, was man aus dem Weltraum oder aus dem Orbit raus machen kann, sollte man so machen, weil es erstens lebenssparend und zweitens ressourcensparend ist in den meisten Fällen und weil es einfach die effizientere Methode ist. Einen kompletten Planeten mit Soldaten zuzukleistern, ist vollkommen unrealistisch. Wenn morgen irgendwelche Aliens hier ankommen und die Erde unterjochen wollen, müssen sie mehrere Milliarden an Soldaten auf die Erde packen, um die Erde permanent halten zu können. Und es wird trotzdem noch Guerillatruppen und sonstigen Shit geben. Aber wenn die Aliens ankommen und die Erde einfach kaputt bomben, bis wir uns ergeben, ist das sehr viel schneller und für die Aliens sehr viel sicherer. Das 1%, was noch übrig ist, also die restlichen Konflikte, wären wirklich interpersonelle Kämpfe auf dem Boden, aber nur unter bestimmten Umständen. Beispielsweise, wenn ein Populationszentrum nicht zerbombt werden kann oder zerbombt werden darf, müsste das irgendwie anders erobert werden. Dasselbe gilt für strategisch wichtige Punkte oder wirtschaftlich wichtige Einrichtungen, die zwar gehalten werden müssen, aber nicht zerstört werden dürfen. In dem Fall würde man dann halt Bodentruppen hinschicken, die das Ganze erobern und halten sollen. Inwieweit diese Truppen dann von den modernen Sci-Fi-Truppen abweichen, die wir in den Medien haben, ist fraglich. Einfach weil das eine Frage der Kultur ist, eine Frage der Ressourcen, die verfügbar sind und eine Frage davon, welches Training und welchen Stellenwert das Ganze... Es ist kompliziert, okay? Aber auch hier gibt es Gründe, warum Luftsupport nicht unbedingt gegeben werden kann. Wenn wir zum Beispiel in einer Stadt kämpfen, kann ich nicht einfach mit dem Flugzeug rüberfliegen und ausspionieren, wer wo ist. Das heißt, auch hier haben wir das Potenzial für gute alte Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, aber bitte Lasern-Sachen. Wir müssen halt nur ein bisschen härter dafür arbeiten und uns den Grund aus dem Arsch ziehen. Und wieder ein Video, in dem ich deutlich zu viel Arbeit investiere für etwas, was niemanden außer mich interessiert. What the fuck ist falsch mit mir?